So, weiter geht's. Wir wollen diesen Mönch mal weiter belästigen mit unseren Fragen. Sie verstehen mich. Hans mag alt und krank sein, aber er hat nur einen einzigen Wunsch, seine Reise fortzusetzen. Wir müssen uns dem Schicksal fügen. So lautet der Wille Gottes. Aber mein Freund muss behandelt werden. Und Sie sind der Einzige in dieser Gegend, der dazu imstande ist. Ohne einen Wink des Allmächtigen kann selbst ich nichts für Ihren Freund tun. Ich bedauere, Fräulein Walker. Wind des Allmächtigen? Wink? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Machen wir mal weiter. Ich bin wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen, Pater. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Meine Tochter, ich widme mich nur den äußerst schlimmen Fällen. Aber Pater, der hier ist sehr schlimm. Es gibt eine Regel, Fräulein Walker. Halten Sie sich daran. Sie bringen mir das Abbild des Leidens Ihres Freundes und... Ach, das Leichentuch will er jetzt haben, aber das haben wir ja eigentlich. Müsste ja gehen, oder? Ja, wie sieht's aus? Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich habe das Schweißtuch dabei. Dann zeigen Sie es mir, mein Kind. Schon gut, wir holen Ihren Freund. Oho, sehr schön. Wir bekommen also Hilfe. Ist Kentin? Er hat was. Kentin, die Verbindung ist schlecht. Also, was gibt's? Ich habe das Hotelpersonal befragt, Herr Mausen. Sie hat Aralbad letzte Woche verlassen, anscheinend zusammen mit Hans Vorarlberg. Wie geht es ihr? Gesundheitlich scheint es keine Probleme zu geben, aber... Aber was? Nun, ihr Verhalten... Reden Sie bitte nicht um den heißen Brei rum, Kentin. Herr Mausen, ich fürchte, dass sich Fräulein Walker, wie soll ich sagen, andere Wertvorstellungen zu eigen gemacht hat. Sehr schön. Hans wurde gerade abgeholt, wie wir gesehen haben. Und mal sehen, wo der sich jetzt befindet. Haben Sie gut geschlafen, mein Kind? Ja, danke. Wie geht es Hans? Ja, leider haben sehr spät zu uns gebracht. Ich fürchte, wir können nicht mehr viel für ihn tun. Wir kümmern uns aber um seine Seele. Wie? Was sagen Sie da? Dieser Mann ist am Ende. Seine letzte Stunde bricht an. Aber das ist unmöglich. Ihr Freund liegt im Sterben. Sie müssen mir glauben. Hans liegt im Sterben, das kann ich aber irgendwie auch nicht so richtig glauben. Und was heißt ja eigentlich zu spät gebracht? Ich meine, diese Idioten haben ihn ja nicht mal nehmen wollen erst. Oh Mann, okay, mal sehen, was wir über die Fragen hier noch rauskriegen können. Pater, ich bitte Sie, helfen Sie Hans. Gräme dich nicht, meine Tochter. Ich nehme mich seiner Seele an. Kann ich ihn sehen? Davon rate ich Ihnen ab. Die verwirrten Geister sind häufig vom Bösen bewohnt. Sie könnten auf heimtückische Weise befallen werden. Davor fürchte ich mich nicht. Ich muss ihn sprechen. Verstehen Sie? Aber so lautet die Klosterregel, Fräulein Walker. Mit den Kranken spricht man nicht. Ich kann Hans nicht einfach so im Stich lassen. Ich verlange, ihn zu sehen. Auf der Stelle. Haben Sie verstanden? Na gut. Ihr Freund befindet sich in der letzten Kammer, den Gang ganz hinunter. Doch, ich beschwöre Sie, mein Kind. Hören Sie nicht auf die aberwitzigen Fantasien dieses armen, todgeweihten Mannes. Ich erwarte Sie in der Kapelle, wenn alles vorüber ist, für die Formalitäten. Verstehen Sie?
Formalitäten? Hätten wir nicht eigentlich noch mehr fragen können? Das ist einfach abgehauen, der Arsch, ey. Okay, Kate, wie sieht's aus? Wir suchen mal Hans, würde ich sagen. Können wir hier auch wirklich nicht rein? Hier können wir rein? Vielleicht ist auch Hans hier. Mal schauen. Oh, da liegt er ja. Sieht so aus, wäre es mit Hans, da kann es vorbei. Mal sehen, was er von sich gibt. Hans! Hans! Hören Sie mich? Kate? Wo sind wir? Seien Sie unbesorgt. Sie sind hier in guten Händen. Sieht aus wie im Knast hier drinne, ey. Wie soll man da gesund werden? Oh mein Gott. In Ihrem Zustand können Sie die Reise nicht fortsetzen. Sie sind krank, Hans. Wir brauchen erst einen Arzt. Kate, ich muss nach Siberia. Hans, ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Sie dorthin begleite. Die haben mir noch nicht mal zugedeckt. Ich denke, das ist so kalt dort. Arme Sau. Hans, ich habe Sie hierher gebracht, damit Ihnen geholfen wird. Dazu haben wir keine Zeit, Kate. Wir müssen dorthin gelangen. Nach Siberia. Beruhigen Sie sich, Hans. Ich bitte Sie. Nein. Hans, wir befinden uns im Kloster. Erinnern Sie sich? In Valladolid ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich. Er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück, verschwindet in seinem Büro und... Nein, Hans. In Valladolid sind Sie geboren. Jetzt sind wir im Kloster von Romansburg, weit weg von Valladolid. Hier werden Sie geheilt werden. Alexei, suchen Sie Alexei Tukjanov. Alexei Tukjanov? Alexei, er hat bei den Yukol gelebt. Er kann mir helfen. Yukol? Was läuft denn da Fetti hier einfach mit? Also was soll denn das? Neugieriger Kriebel. Wer ist Alexei? Ein alter Mönch, ein Freund. Er kennt die Heilkunst der Yukol. Warum soll ich den Mönch Alexei finden? Alexei, er kann mir helfen. Aber seien Sie vernünftig. Niemand kann Ihnen hier besser helfen als der alte Patriarch. Alexei, er kennt sich in der Heilkunst der Yukol aus. Der alte Patriarch, er ist ein Dummkopf. Sie glauben also wirklich, dieser Mönch könne Sie heilen? Alexei, er behandelt nach Art der Schamanen. Die Schamanen sind genau richtig für mich. Sie scheinen den Yukol bedeutende Heilkräfte zuzuschreiben. Die Magie der Yukol-Schamanen ist sehr wirksam. Aber Hans, Sie wissen doch selbst, dass das nur Hokuspokus ist. Die Yukol verfügen über großes Wissen, Kate. Großes Wissen. Ich bin bald wieder zurück. Gut. Okay. Sollen wahrscheinlich diesen komischen Pater finden. Was ist denn hier eigentlich? Aha. Können wir irgendwas machen? Käse und hartes Brot. Lecker. Oh, Igitt, Kate. Was hast du für einen Geschmack? Käse und hartes Brot. Boah. Können wir irgendwas machen? Nein. Was soll ich denn jetzt damit Käse machen? Käse und hartes Brot. Lecker. Okay, die scheint ja nichts anderes zu sagen. Hinten kann ich auch nichts machen. Ja, was ist hier? Hier ist einfach leer. Kann ich auch noch nichts machen. Wer weiß, vielleicht steht hier irgendwann mal etwas, was wir benutzen können. Käse und hartes Brot. Okay, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Gut, ich werde jetzt hier einen Schnitt machen und wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis nachher.